Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Nebraska Event Video. Wir stehen hier noch mit unserem eigenen Auflieger in Sydney und wir schauen, wohin die Reise von hier aus geht. Innerhalb von Nebraska, versteht sich. Grand Island waren wir, glaube ich, schon mit dem Auflieger. Deswegen Omaha wäre schon nicht bad, aber auch schon ziemlich weit wieder mal. Dafür, dass, ja gut, dann fahren wir nach Omaha. Haben wir Meise von ja, nach Oma. Weiß ich nicht. Obwohl, was brauchen wir? 46.000 Meilen. Pfund. 46.000 Meilen wäre Let's schon go. brutal. $20.000 bekommen wir sogar dafür. Okay, da ist der ganze Verkehr. Genau, mit Flavors Fair waren wir, glaube ich, schon beim letzten Mal, haben wir abgeliefert. Da jetzt nicht alles täuscht. Stay left and then turn left. Turn left. Sollte eigentlich gescheiter und kurz sein, aber ja, so in der Richtung, aber naja. Wollte nicht mal anfangen. Stay right and then turn right. Ah, für die beiden diesmal sogar tatsächlich beladen. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Wenn nicht hier, wo sonst? Ein bisschen weiter vor. Das ist für mich nur gerade die Frage, ob ich jetzt. Okay, Loading-Prozess. Einmal vorne voll machen. Und einmal hinten voll machen. Sehr schön, das ist echt cool. Das gefällt mir. Was jetzt noch natürlich dazu cool wäre, ich weiß nicht, ob es einfach so im Hinterkopf ist, aber wenn dann die Plane so animiert halt entweder abgezogen wird oder halt draufgezogen wird in etwas, ne, wenn es ein bisschen länger dauern würde. Animiert ist. Dass sich vielleicht einfach so aufrollt oder whatever. Oder selber so rüberzieht.
Aber es ist echt schon cool. Okay, dann fahren wir jetzt hier lang, auch wenn der andere Weg eigentlich kürzer wäre. Weil das Feature ist schon echt nice. Freue ich mich schon drauf, wenn das ausgeweitet wird. Sowohl in ETS 2 als auch in, sowohl in ATS. Dass da mehr Firmen das bekommen, auch in zukünftigen DLCs. Wie Iowa und whatever, was noch alles kommt. Und auch bei bestehenden Firmen vielleicht auch noch integriert wird. Und gut, es ist ja auch noch erst die Phase 1.0. Darf man auch nicht vergessen. Das wird wahrscheinlich noch allgemein nur beim Getreide herangefeilt und bestimmt noch ausgeweitet auf sowas wie Erze, Kies und Sand und so. Kann ich mir zumindest vorstellen. Das Fließschild ist schließlich jetzt schon da, wird noch angefeilt. Wird sich noch verändern. Aber das Potenzial ist, ist da, um eine Menge mitzumachen. Und für sehr viel Immersion zu schaffen. Schauen wir uns mal die Strecke an. Eigentlich brauchen wir uns nicht anschauen, wir fahren einfach die Insel 80 hoch und sind dann hier beim Hafen, bzw. bei der Fähre. Hafen, der war gut. Da beginnt neue Bundesstadt. Ja, fahren dann zum Cargo-Zug-Terminal, Cargo-Train-Terminal von Omaha. Für 21 Meilen. Hätte ich ein bisschen früher in den Bremsen gehen sollen. Ich muss gerade also links halten. Bis der Verkehr vorbei ist, kann ich mich auch links einsortieren. Da kann ich ja schnell zu machen. Kommt mal gut aus dem Quark. Trotz 46.000 Pfund. Tag oder nicht? Ja, sehr gut. Ich stehe gerade, warum auch mal das Gefühl, dass es Nacht wird, wo ich eigentlich bei Nacht geschaltet habe. Also scheinbar ist das, vor allem wenn man jetzt hier das mit den zufälligen Aufträgen hat, das ist echt zufällig, also mit zufälligen Stellplätzen. Ich gehe mal davon aus, dass das Ding ist. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das jetzt mit dem automatischen Trailer jetzt auch wieder anders ist, aber
Ich bin mir sicher, auf alles, auf also die automatischen Stellplätze, dass die das auf alle Fälle. Ja. Nochmal zusätzlich randomisen. Das ist, ja gut, vielleicht auch ausschlaggebender Randomizer sind. Prinzipiell kann man, wenn man weiß, welche Firma, in welchen Firmen das geht, kann man das ja selbstständig machen, quasi. Also kann man ja das forcen, dass man von den Firmen, wo man weiß, okay, von Flavors Fair in Sydney, Nebraska, da geht das, dass man dann nur nach dorthin fährt oder nur von dort fährt. Das kann man ja prinzipiell forcen. Aber jetzt will ich hier rauffahren. Neue Passage. Ah, Karte aktualisiert, sehr schön. Da steht auch was. Gucken wir es uns mal an. Nebraska Historical Marker, Julesburg and Fort Sedgwick. Julesburg, Colorado, visible to the southwest, was established as a road range, trading post and stage station in 1859, located near the junction of several overland routes. Old Julesburg became an important transport and military center during the 1860s. Until it was abandoned in 1871, Fort Sedgwick was a focal point for military activities in the region. During construction of the Union Pacific across western Nebraska in 1876, troops protected the construction workers from the threat of Indian attacks. War das irgendwas links? Zur Southwest. Ja gut, was ist jetzt hier? Wo sind wir? Southwest. Ja gut. Sieht man jetzt nicht allzu viel, wa? Aber immerhin der Marker ist da. Ich habe das Wort komplett falsch ausgesprochen, aber naja. Shit. Mir ist gerade wieder eingefallen, auch wenn jetzt gerade das Jubilee-Event in Nevermind gerade beginnt. Es beginnt ja in
ich weiß zwar nicht genau wann, muss ich nochmal auf den Kalender schauen, aber wir haben bald Juli, das heißt, bald beginnt das Dings-Event. Das Summer Festival. Da muss ich auch nochmal reingreifen. Und nicht nur jetzt in das Jubilee-Event. Also, bis auf Samstag und Sonntag wahrscheinlich. Ich sehe ja nicht da bin, vielleicht. Also, hauptsächlich Samstag nicht und Sonntagabend dann nur. Irgendwann, wenn man die Interstate 80 halt komplett hat, das wird schon eine crazy Tour. Einfach nur geradeaus zu fahren, das wird anders. Anders. Und weiter geht's. Mittlerweile ist super viel Zeit vergangen, dreiviertel Stunde. Ja. Aber ich habe immerhin in der Zeit, da ich gleich nochmal kurz einkaufen gehe, war ich nochmal kurz duschen. Und ich habe doch nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in diesem Video davon überhaupt gesprochen habe, ansonsten habe ich im letzten Video davon auf alle Fälle ausgiebig darüber gesprochen. Habe nochmal den absolut normalen Fehler mal angeschmissen von der einen Datei. Und diesmal hat es geklappt. Keine Ahnung, was mit den anderen drei Dateien ist. Die waren noch am rotieren. Ich konnte es aber auch nicht abbrechen. Wie immer. Warum fährst du nach links? Um mich auszubremsen. Danke, dass du mir wieder freie Bahn lässt. Das ist wieder der Wahnsinn. Okay, ich muss safe jetzt raus. Wollen wir wetten? Unser Meize. Nee. Wir dürfen weiterfahren und die Waage ist doch offen. Ein Traum ist das. Schon fast wagen, den anderen absolut auf ihn anzuschmeißen. Das nächste Video. Ach, jetzt kann ich wieder nicht runterscrollen, runterswipen zu den Benachrichtigungen. Das ist auch wieder nervig mit dem Smartphone. Aber ja, es hat es geschafft. In diesem Fall habe ich jetzt so nebenbei halt die Drive-App offen. Keine Ahnung, ob das irgendwie. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist einfach das WLAN wieder gut gewesen.
Wobei es eigentlich nicht gut ist. Also ich lade hier gerade mit 109 hoch. Also 109 oder unter 100 kbps. Normalerweise müssten das ja eigentlich hier so 1,3 mbps sein. Da dauern die 400, 300 Megabyte Dateien halt nochmal unnötig lange. Ja, okay. Das wird nichts, das sehe ich jetzt schon. Ich gebe es auf, ich mache es einfach. Okay, jetzt wollte ich nicht abbrechen. Muss ich einfach jetzt gleich dann anstöpseln, bevor ich losgehe und alle Dateien rüberziehen, die ich brauche jetzt. Ätzend ist das. Normalerweise wäre das jetzt sehr entspannt. Alle 5 bis 10 Minuten den nächsten Teil hochladen und fertig. Jemand und wir kommen auch zum Stehen, weil er da nicht rechtzeitig rumkommt und ich muss bremsen, weil der Tiefgeschwindigkeitsbedingung das nicht schnell genug schafft. Vergessen, die Crystals reinschneiden. Da muss ich natürlich noch was nach Omaha. Und dann 77 Meilen, alles klar. Wir sind gerade bei Grand Island.
Mal schauen, ob ich das Handy noch jetzt wieder aufgeladen bekomme. Wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß gar nicht, ob mir jemals dieser ballonartige Wasserturm aufgefallen ist. Ja, doch schon sehr farblich prägnanter von Norfolk. Vermutlich eher weniger. Schaden, Flugzeug. Ach. Ach, wir werden jetzt sowieso nicht aus dem Quark kommen. Bin einfach auch rechts gewechselt wieder. Das nächste Flugzeug. Ich frage mich gerade, weswegen ich gerade irgendwie das mit irgendwas verbinde. Oder mit irgendwas verbinde, gerade mit den Schattenflugzeugen. Ich frage mich gerade, woher der Gedankengang jetzt gerade kommt. Stay left. Ich war jetzt bei Lincoln. Dann ist der Weg nach Omaha auch nicht mehr weit. Kann auch so sein. Wahrscheinlich so rund über 80 Meilen. Oder 70 Meilen und die restlichen paar Meilen, die kriegen wir noch zusammen, indem wir südöstlich von Omaha zum Cargo Terminal fahren. Schon wieder mit den hohen Fabriktürmen. Stay left. Da lag die. Der linke Zeigefinger. Eine Taste zu weit rechts. Oma
irgendwas mit, ich glaube, irgendwas mit 40 Meilen. 46 oder 48. Wahrscheinlich 46. Oder so eine Art, aber irgendwas mit 40 war zumindest schon mal richtig. Es beginnt irgendwie ein kleines, ich glaube ein kleines Event in Port City, nachdem das große Event ja schon durch ist, mit Flugzeugen, aber I don't know, ob das jetzt gerade die Verbindung war, die ich im Kopf hatte. Stay right, and then exit right. Durch Downtown durch, ne? Ja. Downtown vorbei. Stay right. Then turn right. Turn right. Stay right. Auch cool, wie viele Firmen hier einfach so eine right. Kleine Anbindung haben ans Zugnetz. Exit right. Oder hatten. Who knows? Ob die Connection noch besteht. Ah, da wäre wahrscheinlich hier, das Foto wäre wahrscheinlich von dem Dom hier links sein, I guess. Na, wobei, nee, eher von der Innenstadt. Und nicht von dem Koloss. Stay right, and then exit right. Exit right. Wäre aber auch im Bereich des Möglichen gewesen. Get ready to turn left. Turn left. Da haben wir jetzt wieder normal ab in Anführungszeichen und nicht besonders. Jetzt ist meine Vermutung, dass wir es dort jetzt nicht haben bei dem Terminal. Go straight. Letztlich auch keine Ahnung. Von daher. Stay right and then turn right. Wait, oder ist das? Ja, nee, Moment, das war doch hier, ne? Ist ja, Zug und nicht. Ich wollte gerade schon sagen. Das Ding ist oben offen jetzt, aber nee, ist nicht. Ich habe nur in den Miles reingucken können. Aber das ist ja jetzt hier, ne? Wobei, Garg. War das nicht Garg? Mit dem Zug. Das ist immer leicht geschliffen. Super. Wir sind ja jetzt doch am Hafen und da wir jetzt am Hafen sind. Ich weiß gar nicht, streckenmäßig so dingsbumsmäßig hier geografisch könnte das sogar passen, aber nee, ist zu klein, okay. Ist schon nice mit den
mit dem EMD-Log sind es ja. Sollen wir zumindest darstellen. Schön bekannten Güterlogs. Wobei, wir haben ja hier auch solche Türmine, solche Silos, also prinzipiell wäre es ja sogar möglich. It was a nice ride. Das ist ja die Frage, wo ich jetzt hin muss. Genau, irgendwo da hinten hin. Wahrscheinlich muss ich nochmal drehen, weil ich falsch rum bin. Aber gut, die Silos, die sieht das kommen wir nicht hin, also ist es einfach nur ein simples Abladen der Fracht des Trailers. Okay, ja. Rückwärts rein. Sehr schön. Dann laden wir den Auffliegen in Anführungszeichen ab. Auch wenn es unser eigener ist. Ausgezeichnet Agricultural Expert 2 von 4. Ausgezeichnet Meize von Sydney nach Omaha geliefert. Gefahrene Strecke 440 Meilen Dauer. Roundabout 40 Minuten vielleicht. Verbrauchskraftstoff 64,7 Gallonen. Das wird 164. erledigte, 184. erledigte ATS Blocktagsauftrag. 20.200 gab es dafür und 991 Erfahrungspunkte. Ich glaube, wir müssten aber schnell auch bald pennen, deswegen gucken wir mal nach dem Schlafplatz in der Nähe. Der hier nicht in der Nähe ist, deswegen würde ich sagen, beenden wir das Ganze schon mal hier und schlafen dann beim nächsten Mal. Ist ja ein bisschen englisch. Aber dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier vom Cruising Nebraska Event. Denn einmal brauchen wir auch mindestens das Abladen. Oder vom Trade Connection Switzerland Event im Overtruck Simulator 2. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.